Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Excel auf dem Kanal. Heute wieder mit dem Team, es sind wieder ganz viele Leute dabei und wir werden heute die ganzen Felder rocken. Viel Spaß. Ja, war das gut? Das war, ja, das ist schon nicht verkehrt gewesen. Das okay, da kann ich mich ja wieder zurücklehnen. Das ist ausbaufähig und wenn ich dir jetzt aber sage, naja, was soll ich denn sagen? Er hat die Aufnahmetaste nicht gedrückt. Ja. Was ist das? Oh, ja dann. Naja, alles gut, ich hab's gedrückt. Okay. Jetzt war ich aber kurz aufgeregt. Unglaublich, unglaublich. Ja, der Montag ist mal wieder da. Alle sind tiefenentspannt, es ist der Wahnsinn. Mhm. Seid ihr alle noch im Wochenends Mutes oder was? Mhm. Okay, bei Marie wissen wir ja, Marie ist, hat ihr, ja, nee, ich sag's nicht. Heute ist Salty Monday. Heute ist Salty Monday. Festgepackt. Jetzt komm da raus, du Busseltraktor. Plastikbomber, ey. Du fährst ein Dates, nehme ich an. Ich fahr selber im Real Life ein Plastikbomber, also mir juckt's. Ich darf das sagen. Da wird's mal spaduster. Das Ding ist auch richtig cool, also muss ich echt sagen, auch bequem, also... Da können wir da auf, der Duster ist doch... Du kannst mir nicht erzählen, dass der bequem ist. Doch, der ist auch bequem, weil ich die bessere Polsterung drin habe. Aber der ist doch in der Fahrgastzelle clean wie Sau, oder nicht? Was für Fahrgastzelle? Du hast Platz wie Hulle. Also die Fahrgastzelle ist das, wo du drinnen sitzt, ne? Ja, du hast Platz satt. Echt? Ja. Bei meinem Freund im Auto, der hat den Sandero, ne? Das ist was ganz anderes. So der ist eng hinten. Hinten im, auf den Rücksitzen. Quetschen, aber ich habe Platz hinten zum Beispiel. Okay, soll ich das jetzt kommentieren oder nicht? Okay, egal ob du es kommentierst, ich bleib bei dieser Devise und es ist so. Was ist Platz? Ich hab vorne und hinten gesessen. Was ist Platz hinten? Sorry. Andere Aktivitäten. Wow, das ist total nicht in Ordnung. Du wolltest es doch sagen, du hast es dran gedacht. Bin ich warm, du. Das war ein Witz, mein Gott, ey. Yeah. Ich liebe das über Marie, wenn du ja, ey, will Feuer halten, ey. Da will ich dir auch mal was hier Konter geben, oder? Unglaublich. Mit aus dem Segel nehmen, ne? Unglaublich. Aber was macht dein Freund mit dem Sombrero? Bandero. Sombrero. Was ist denn Sombrero? Du weißt nicht, was ein Sombrero ist. Ich weiß, was ein Sombrero ist, aber warum? Ja, hast du doch gerade gesagt, dass dein Freund ein Sombrero hat. Nicht? Warte mal eben. Sprungfeder, solltest du gucken, ne? Du hast mir gerade geschrieben, ne? Der Deutz ist blöd. Wow. Wer ist blöd? Der Deutz, den ich hier gerade fahre. Und warum denn das? Darum. Weil der verbackt überall. Ey, was sind das denn für Monsterschwaden? So, was wolltest du sagen, Axel? Ja, warum dein Freund ein Sombrero hat. Er hat kein Sombrero. Aber hast du doch gesagt. Er hat Sandero. So. Sag ich doch. Dacia Sandero Stepway. Ach, Dacia. Dacia Sandero. Okay, Dacia. Georg. Georg, ich hab's verstanden. Ein Dacia. Dacia. Am besten noch ein Dodge, ne? Oh, Dodge Ram Pickup. Oh, geil. Boah. Das ist aber leider mein Körper zu klein. Vor allem der Sound. Oh. Ja, das hat schon was, ne? Das hat schon. Warm. Das hat schon. Echt, bei dir so im Auto wird dir warm? Nein! Ich trinke gerade eine Suppe, das wird mir warm. Achso, ist klar, sie trinkt eine Suppe. Eine Brühe, okay. Die schmeckt nicht. Unglaublich. Was ist denn von einer Suppe? Irgendein biologisches Ding, keine Ahnung, ich soll das trinken. Ja, besser als einen Quark oder einen Joghurt zu essen, also ganz ehrlich. Unglaublich. Ich muss auch mal was Warmes trinken. Also ich kann nicht nur immer nur einen Joghurt oder sowas Kaltes essen. Nee, das stimmt. Man muss mal ein bisschen... Rechtfertige dich für deine Suppe. Man muss mal ein bisschen Wärme reinlassen. So, ich bin gerade überlegen, spreche ich sie so ein oder spreche ich sie so ein? Einrastfunktion, ja, braucht keiner. Sie hat schon reagiert. Sarah? Was? Darf ich mir mal deinen Drescher ausleihen? Kannst du machen. Oh, hat das Ding nicht um ein Schneidwerk gehabt? Hier vorne im Unterstand.
Ah, hier. Okay. Oh, müssen wir mich mal ernten. Sagt mal, meine Lieben, wer hat denn hier eine Presswickel-Kombination? Ich glaube, die Pamus. Die was für Pamus? PPM, ja. Pamus. Der PP-Hof, ja, der hat eine Presswickel-Kombination. Ich bin ja auch noch da. Ja, PPM, ja, stimmt. Danke. Aber ey, mit ey, kannst du dir euren Schlüpper anreden, ne? Oh, mir fällt jetzt so eine geile... Oh nein, nicht falsch, für nicht PPM falsch, fällt mir jetzt so eine geile Übersetzung ein, aber ich lass das mal lieber. Nee, lass mal bitte, das können wir gern, wenn die Aufnahme aus ist. Oh. 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 Der ist zwar nicht geländefähig. Oh. Der PPM mit zwei Kammern. So, jetzt komm ich rum. Guck, ich hab die Schaufel sogar wieder. Mensch. Naja, Himmel, Arsch und Zwan, du machst mich aber. Warte, ich guck weg. Du machst mich aber gleich wieder wuschig hier. Rasch, na, da weißt du, ich muss ja weg. Hey. Da kommt noch ein paar Zäune. Gib mir Mühe, nicht hängen zu bleiben. Holla, die Waldfee. Unglaublich. Tja, aber mein Lieben, wie seid ihr eigentlich in den Montag gestartet? Nicht gleich alle mit ihm. Achso, ich darf jetzt mit dem Chat. Nö, ja, das hat auch meine Lieb. Oder nicht? Arbeit halt. Arbeit. Oh, weißt du schon. Ich wollte mich heute extra zurücknehmen. Ich habe gesagt, der Pamu ist heute der große Erzähler. Das stimmt, Tom ist heute schüchtern. Ich kann das sonst nur nicht so zeigen, aber heute bin ich mal schüchtern. Tom lag, du musst mal auf die Lippen beißen, wenn du die Fragen stellst, dass ich nicht darauf eingehe. Na, Tom lag heute wieder, also lag am Wochenende wieder auf dem Wickeltisch. Also nicht auf dem Wickeltisch, sondern ja auf dem Wühltisch. Und ja, deswegen ist er wieder ein bisschen schüchtern, ne? Müsst ihr verstehen. Er wurde wieder komplett durchgewühlt. Tom lag auf dem Wickeltisch. Wühltisch. Mama, ich hab ein Problem am Wickeltisch ist ein anderes Thema. Wie soll man denn da um die Klappe halten? Das ist ein Problem. Ja, siehst du, ich kitzel das immer wieder raus. Mein Kleiner, was hat denn du da? Toll, du wunderbar. Oh, aber wenn du wachsen, ne? Es geht jetzt nicht verkaufen, komm. Ja. Am Sellpoint, ja? Warum? Ja, Jenny fährt natürlich. Bleiben Sie doch ruhig, junge Frau. Sei das doch nicht. Sei das doch nicht so. Hast du einen Frontlader? Ja, ich hab den gerade dran, den Frontlader. Hast du eine Gabel mit? Ja. Du musst die Paletten ein Stück hochheben. Echt jetzt? Ihr verladet Paletten? Nee. Nicht? Das ist jetzt ein Witz, aber der nimmt den nicht an. Ich hab doch gerade geschaut. Du musst die ein Stück über den Boden einmal verkauft. Ey, dieses. Umgeswitchen, ne? Das ist nicht für Marie. Nee. Ja, aber wer hat denn meine Presswickel Kombination für mich? Wir mal gucken. Und wer würde denn bei mir mal Silageballen machen? Reifeisen, so Ruhe, Liebe. Ja, ich weiß, ich habe es nicht gesehen. Ich dachte, hier würde das angenommen werden. So, Tom, was macht denn eigentlich, ach so, meine Lieben, und zwar, ich habe ja mal die Kommentare durchgestöbert und also unsere Diskussionsthemen bzw. unsere Unterhaltungsthemen finden ja guten Zuruf bei den YouTuberinos und da stellte sich sogar die Frage bei den YouTuberinos bzw. kam die Anregung eines Podcast-Test. Wer hat denn hier wieder die Schreibmaschine an? Ich glaube, ich jetzt schreibe. Alter, fallen aber doch Löffel gleich ab hier. Podcast, genau. Ja, das habe ich damals tatsächlich schon mit zwei anderen gemacht. Das ist eine sehr lustige Geschichte. Das macht sehr viel Freude. Und zwar, also damals über GTA-Geschichten. Und ich glaube, wir werden, also, kannst natürlich auch andere nehmen, wenn du, aber Podcast ist macht sehr viel Spaß und sehr viel Freude. Was macht man da? Reden. Es ist sammeln. Aber Podcast ist doch dann mehr so wie Hörspiel, oder?
Nein. Podcast ist einfach eigentlich im Prinzip Talk über gewisse Dinge. Du kannst es halt themenbezogen machen, nur dass man halt über Landwirtschaft oder so einen Podcast macht oder was weiß ich was. Oder halt einen allgemein gehaltenen, ne? Jetzt eben halt eine Talkshow hat bloß halt nicht Fernsehen. Genau. Ja gut, aber das kann sich dann jeder anhören, oder was? Oder wie? Ja. Weil Thema... Da empfehle ich halt, es gibt sehr viele gute Podcasts aktuell, ne? Oder der bekannteste mit ist ja Fest und Flauschig mit Schulz und Böhmermann auf Spotify. Aha. Aber das ist dann nicht immer live, oder? Ist das live? Nö, das ist auch nicht. Also wir haben damals Rösti Pommes gemacht. Wie hieß das? Rösti Pommes. Okay. So ein Wortspiel aus GTA-Sprichwörtern, die so ein bisschen, naja, nicht mehr on vogue sind. Sagen wir mal so, die man nicht mehr so benutzt. Ah, okay. Und dann haben wir immer so ein bisschen GTA-Talk und so gemacht. Also war sehr, sehr viel, sehr viele Leute haben sich das angehört und angeschaut. Und das haben wir aber auf Twitch gemacht. Ah, interessant. Also wie Just Chatting halt. Ja. Also ich fand es halt sehr interessant, die Thematik. Und ja, man muss natürlich... Huch, da kam die Cola hoch. Man muss natürlich auch sagen, wir haben ja durchaus schon illustrigere Themen. Ne? Ich erinnere mich zum Beispiel an die Diskussionsgrundlage mit der Feuerwehr und dem THW. Da muss man allerdings sagen, meine Lieben, da geht wirklich mal ein großes Lob raus, denn es war schon eine rege Diskussion, auch in den Kommentaren, wir hatten es ja auch hier im Chat damals, und aber durchaus sachlich, muss man sagen, ne? Durchaus sachlich in dem Sinne. Und ja, auch letztens das halt mit dem Wühltisch, ne, wo Tom sich das Öfteren rumtreibt. Ich glaube, wir könnten uns auch 2,5 Stunden über die Inhaltsstoffe in der Dosenravioli unterhalten. Ich glaube, also, die Luft zum Scheppern bringen, das also ging ja gut hin. Also wobei man ja sagen muss, Dosenravioli ist ja gar nicht so verkehrt, ne? Nee, ich finde, die Frage ist aber, warst du in einem Stadium und oder bist du in einem Stadium, Dosenravioli kalt zu essen? Hallo Festival. Ja, wo soll da das Problem liegen? Naja, es gibt ja tatsächlich Leute, die direkt Stresspickel bekommen, wenn man sagt, dass man Dosenravioli durchaus auch kalt genießen kann. Ja, natürlich. Ne? Wenn man da mal in der Jugend keine Lust hat zum Kochen oder so, ja, dann... In der Jugend? Dann nimmt man sich halt... Ne, jetzt machst du nicht mehr, jetzt koche ich halt. Ja, aber Jugend? Naja. Musstest du da kalte Dosenravioli essen? Nee, aber ich hab's mir halt gerne mal, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn mir jetzt auf Achse war, ja. mit den Muppets in das ganze Gedöns, so, ja, du hast halt, wir kennen's ja alle, ne, wenn wir jung sind wir öfters knapp bei Kasse gewesen, so, und da hat's halt manchmal bloß für eine Dosenravioli gereicht. Pass auf, nein, ich will nicht anfangen, aber was denn? Wir können, was hältst du, du bringst mich auf die Idee, wir können ja, das ist auch von Fest und Flausch, ich hab ein bisschen geklaut, die Top 5 machen immer, Top 5 Rubrik. Ne? Top 5 Rubrik, okay. Top 5, genau. Man muss immer sagen, die Top 5, immer, der in diesem Fall zum Beispiel nach dem nächtlichen Tanzlokalbesuch schnell mal Essenssachen. Ne, von Platz 5 bis 1. Okay. Der Platz 1, also ja. Mein Platz 5 wäre da der Linseneintopf aus der Dose. Platz 5. Okay. Platz 4? Nein, jetzt müsstest du Platz 5 sagen. Ach so, ja gut, das ist bei mir Ravioli. Platz 4 käme nochmal eben kurz ein Hawaii-Toast. Ah, okay. Platz 4 würde ich Fischbrötchen nehmen. Oh, Fischbrötchen, auch gut. Platz 3, Demeter-Wurst. Okay, da käme bei mir Rollmops. Platz Rollmops schon am Abend währenddessen? Rollmops ist doch der nächste Morgen. Nee, Vorsorgen. Was denkst denn du, wenn du es am Abend schon reinblaust? Wenn du schlau genug bist, dir dann Rollmops reinzuschieben, ja, stimmt. Das klingt schön. Platz 2 wäre der Döner, der Hosentaschendöner, wo die Hälfte im Taxi landet oder aber irgendwie, man steckt sich den Döner noch in die Hosentasche. Unglaublich. Okay, Platz 2 wäre dann bei mir wirklich hier Karlsbader Schnitte. Was ist denn das? Ja, Toast dabei. Hieß bei uns aber Karlsbader Schnitte. Ja, Platz 1 ist natürlich nochmal kurz die Tiefkühlpizza. Nee.
Hätte es eher McDoof oder halt andere schnell Imbiss. Oh, scheiße, McDoof! Genau. McDonald's, ja, der Schachtelwirt ist definitiv auf Platz 1. Der Fahrer noch kurz anhalten musste. Ja, stimmt, nochmal kurz, oder durch den Drive-In oder so. Ja, stimmt, McDoof. Ah! Ja. Achtung. Da fährt man durch den Drive-In, sieht die nette Dame, die am nächsten Tag irgendwie anders aussieht als am Vorabend und beleiert sie. Und jetzt brauchst du nur noch so Jingle, so die goldenen 5. Oder sowas. Und dann ist das schon ein Podcast. Guck mal einer an. Mensch, das bringt mich gerade auf eine Idee. Mal gucken. Ich brauche mehr Zeit. Kennt ihr das? Wenn man sich wünscht, mehr Lebenszeit oder mehr Zeit am Tag zu haben. Ein Tag mehr in der Woche wäre schon praktisch. Boah. Ja. Kommt auf an, womit er gefüllt wäre. Wochenende. Boah, da wäre mit bei mir komplett mit Arbeit gefüllt. Ich bin ja immer noch dafür, dass man grundsätzlich, dass die Menschheit bereit ist, beziehungsweise zumindest so Industrienationen wie hier, eine 4-3-Woche zu machen. Also 4 Tage frei, 3 Tage arbeiten. Das wirst du nie hinbekommen bei uns. Doch. Mm-mm. Ich glaube, es wird dann passieren, wenn wir so viel Technologie und so viel Robotik bei uns in den Systemen drin haben, dass die menschliche Arbeitskraft nicht mehr so gefragt ist. Machst du es dann bei den Handwerkern? Ja, da wird es, genau. Das, es gibt Frage. Da eben Bereiche, wo das noch notwendig ist und dann wird man halt eben irgendwas dran ändern müssen an den Systemen. Warmwasser brauchst du immer. Nee. Naja, es geht jetzt nicht um eine Aufzählung von Dingen, die Robotik nicht machen kann. Sondern ja, das ist ja eben genau, wird ja genau das Problem sein. Es wird Jobs geben, die immer noch Menschen machen müssen, aber Jobs, viel mehr Jobs wegfallen durch die Technologiefortschritte. Ja gut, da muss man aber sagen, also da sind wir ja meilenweit noch davon entfernt. Ne? Das glaube ich überhaupt nicht. Ne, wenn du das die letzten 20 Jahre anguckst und dann jetzt nochmal 20 Jahre in die Zukunft denkst. Naja, aber wir werden das wohl nicht mehr, also wir werden das vielleicht im hohen grauen Alter dann miterleben und sagen, was ist denn das für ein neuer Job? Ist das so nach dem Motto? Na, ich weiß nicht, wann das einmal umkippt. Ah, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, der Mensch ist ja immer so, wenn der Mensch einmal Blut geleckt hat, der Mensch will ja immer mehr. Er gibt sich ja in seltensten Fällen mit dem kleinsten Ding zufrieden. So, weil ich meine, klar, Stillstand ist nie was Gutes, ne? Also in meinen Augen finde ich, man muss schon immer sehen, dass man vorankommt. Und deswegen glaube ich nicht, dass sich das vielleicht ändern wird, wie du das gerade geschildert hast. Aber okay. Man weiß es nicht. Doch, weiß man. Das wird halt hundertprozentig passieren. Nimm doch mal alleine. Also du musst ja halt nur einen Sektor rausnehmen und dir den mal genauer angucken. Automobilindustrie zum Beispiel. Genau, da wollte ich jetzt hin. Ne? Wenn du da nimmst, das wird Richtung selbstfahrendes Auto gehen. Ja. Und wenn man in der Lage ist, selbstfahrende Autos zu produzieren, überleg mal, was alleine dadurch für Jobs wegfallen werden. Ja, genau. Was machst du denn dann alles mit den Menschen dann? Ja, das ist ja genau das, was ich meine. Ja, das ist da aber kontraproduktiv. Das ist aber doch dem Unternehmen scheißegal. Dem Unternehmen ja. Da gehe ich mit konform, das ist richtig. Aber ich betrachte das Ganze ja von der menschlichen Seite. Also ich glaub, bei ich glaub, der du Debatte. Ich verstehe noch nicht, worauf ich hinaus will. Dass wir blasen da beide, glaube ich, ins gleiche Horn. Also, das Unternehmen sagt, hey, ich brauche jetzt, nehmen wir Amazon. Amazon fährt noch aktuell nicht mit selbstfahrenden Autos, logischerweise. Und da sitzen noch Männchen hinter. So, jetzt ist aber Amazon dann in der Lage zu sagen, alles klar, wir machen alles, es gibt selbstfahrende Autos und so weiter, die können das selbst ausliefern. Und also fallen die Arbeitsplätze weg. Amazon ist das ja komplett Wurst. Die Menschen müssen, ja, es gibt einen gewissen Anteil an weiteren Arbeitskräften, also an neuen Jobs, die dadurch generiert werden, aber vieles fällt halt auch weg. Und dann irgendwann kippt das System so um, dass mehr Maschinen da sind als, also, ne, mehr Automatismen. Ja. Und immer weniger Jobs. Und dann können die ganzen Systeme nicht mehr gehalten werden. Und dann braucht man ein neues System. Also die soziale Marktwirtschaft, so wie sie dann existiert, funktioniert dann meiner Meinung nach nicht mehr. Dass man dann was umstellen muss, das verstehe ich, worauf du jetzt hinaus willst. Ja. Und dann kann man die Jobs, die man noch zur Verfügung hat, splitten. Zum Beispiel, das wäre eine Idee. Und sagen, alles klar, der Job wird auf 2 Jobs aufgeteilt in 4-3. Mhm. Was allerdings
Haken an der Sache hat, weil das ja logischerweise auch dann wieder teurer ist für einen Ökonomen. Und also dann fragt sich ja dann halt der Betrieb, warum sollte ich denn den Quatsch machen? Deswegen. Ja, und da muss es halt, da muss halt irgendwann mal was passieren. Ja, aber zu schnell geht. Boah, oder weißt du, eigentlich will ich kein Spoiler. Kennst du das Buch Origin? Ja, schon mal davon gehört. Das ist, da wird eine interessante These diskutiert, die ich sehr spannend finde. Okay. Und zwar geht es mehr schlicht und ergreifend darum, dass wir, war das Origin? Nicht, dass ich jetzt Quatsch erzähle, aber ich glaube, das ist Origin gewesen, das Buch. Dass wir Menschen uns mehr oder weniger selber durch eine neue Spezies ersetzen. Und zwar wir immer mehr mit Technologie verschmelzen. Ne? Es geht halt damit los, dass wir gewisse Körperteile und so weiter technologisch entwickeln können. Mhm. Und dann auch das, was auch so andere Themen aufgreift. Cyberpunk greift das ja auch so ein bisschen auf und so weiter. Ne? Und da kommt halt eben so eine ethische Frage ins Gleichgewicht. Dass wir Menschen halt die aktuelle Spezies auf dem Planeten sind. Und wir uns halt eben selber dadurch ersetzen zu der neuen Spezies Roboter. Mit der höheren entwickelten Spezies, meinst du quasi? Nein, ich meine halt den Roboter. Ja, aber gut, aber das ist sehr viel Zukunftsmusik, finde ich. Das ist noch weit in der Zukunft, sehe ich auch so. Das ist noch weit weg. Aber in diesem Sinne, Bio, winke, winke, servus und hallo. Und der König ist in the house, meine Lieben. Also Chat, haut da gerne mal ein paar Herzchen raus, denn der liebe Freezy ist da. Freezy. Hallo, winke, winke. So, und in diesem Sinne, meine Lieben, sind wir auch schon wieder fertig mit der ersten Folge für heute. Deswegen sagen wir erstmal tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.